NRW Deluxe. NRW Deluxe. Endlich ist es komplett fertig. Das Klingenbad in Solingen wurde saniert. Günstige 6,6 Millionen Euro hat das Ganze gekostet. Dafür gibt es jetzt bunte Umkleiden, Duschen und ganz wichtig, man kann scheißen bei einer ganz tollen Atmosphäre. Jo, und dann kamen natürlich die Ersten, die das sehen wollten. Alle durften das neue Schwimmgefühl dann auch mal testen und so mancher kam, glaube ich, in Ekstase. Wir haben in Solingen noch nie alles Schul- und Vereinsschwimmen in einem Schwimmbad abgedeckt. Wir haben noch nie so eine hervorragende Technik in irgendeinem Schwimmbad gehabt. Und wir hatten noch nie so tolles Wasser in einem Schwimmbad, ne? Flüssigkeit gab es übrigens auch auf der Hahner Kirmes. War heute sehr, sehr gut. Man sieht's. Und wer dann nicht mehr stehen konnte, der musste sich setzen. Scheiße, haben Sie doch gelernt. Habt ihr noch gelernt, Politik? Habt ihr noch gelernt? So, und was habt ihr gelernt? Ja, wir haben von zu Hause keine Kohle mehr gehabt. Ja, wir haben schon mehrere davon weg. Ja, das glaube ich. Und das DRK glaubt es nicht nur, sie wissen es. Es ist schon relativ viel passiert, also ich denke, es wird noch was kommen. Ganz dicke wird es kommen. Leute, nach eurem Gesöff, ne? Heißt das nicht, dass ihr besser tanzen oder singen könnt? Boah, bist du cool. Und du? Ich bin schon öfters hier. Ja, immer gut, jedes Jahr dasselbe. Sind wir gerade im Fernsehen? Nee, wir sind von der Zeitung und suchen die naivsten Leute Deutschlands. Hanne Kömmel! Schau an, da haben wir schon den zweiten. Jetzt vielleicht noch so ein paar Assis. In Witzeln gibt es immer noch das Erntedankfest, ne? Und das ist aber das Beste auf der Welt, tut mir leid. Das beste Fest auf der Welt ist Münchener Oktoberfest. Da gibt's geile Titten, geile Ärsche und geile Puller. Was wollt ihr mehr? Um die Region, du Vollidiot! Und wie nennen wir dann sowas? So ein, zwei Jugendliche, die vielleicht ein bisschen mehr getrunken haben, als sie hätten sollen. Alkohol stand doch aber gar nicht im Vordergrund, dachte ich. Dieser Herr war nicht besoffen, er kam nur zur Lichternacht. Es gab viele bunte Lichter. Und wie ist es so, sich auch mal im Hellen zu sehen? Ja, ist ein gutes Gefühl. Ist ein bisschen voll, aber... Ja, voll wie du, die Mülltonnen und auch die Clemens-Galerien. Was ist das Wichtigste? Sehr viele schöne, hübsche Mädels hier am Start. Ja. Wir sind ein bisschen am Trinken. Du bist bescheiden mit meinem Kollegen Slobo hier. Wir sind so Leute, die normalerweise so in Cafés und so abhängen. Aber heute, wir sind auch alle draußen. Und was sagst du dazu? Hört doch mal auf, hallo. Auf jeden Fall, Nene. Hört sich schon weiterhin, der macht mich. Oh nein, von der einen Flasche zur anderen. Die beklopptesten Bieranhänger hatten ihre Flaschen immer mit dabei. Wir waren also mal wieder überall dabei. Wo nochmal? Hanne Kömmel! Und fürs nächste Mal merken wir uns... Auf jeden Fall, ihr könnt auch mal andere interviewen.